Ich habe hier schon 1,30 im Kasten. Ja, okay. Ja, das war's. Hat's Ihnen gefallen? Schalten Sie wieder ein. Nur Deko, damit es nach Fernsehen aussieht. Also, hier, ja? Das sind eigentlich auch Models, die können gar nicht filmen. Oh, wurden Sie mal verkloppt oder haben Sie gekloppt? Ja, darüber rede ich jetzt schon aus juristischen Gründen nicht. Jetzt, hören Sie mal zu, das kommt alles aus demselben Automaten. Aber Sie kriegen eine kleine Tasse und dann erzähle ich Ihnen, das ist ein Espresso, ja? So, von Ducky, Rice Time. Rice Time, gut. Meine Frau sagt immer, ich sei in der Jugend an die falschen Freunde geraten. Ich hätte mir auch was ganz anderes vorstellen können. Es gibt nicht den einen Traumberuf als Kind, Tierarzt? Ja. Ich dachte immer, der Tierarzt ist auch der, der den Krankenwagen steuert. Und das gab doppelt keinen Sinn. Das stimmt, der Espresso schmeckt sehr gut. Ja, muss ich sagen. Und der Kaffee erst. Warum verbieten wir Verbrennungsmotoren, wenn wir sagen, das Einzige, was das Wichtigste ist, ist doch, dass die kein CO2 mehr ausstoßen. Alle Beispiele der Geschichte, wo der Staat gesagt hat, ich verteile jetzt, sind ziemlich im Desaster geendet, ehrlicherweise. Also, das war jetzt aber eine Steilvorlage für diese ganze Tankrabattgeschichte. Ne? Waren Sie eingeladen? Waren Sie da? Ja. Und wie war's? Sehr schön. Es war eine wunderschöne Hochzeit. Hat er die richtige? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht absurd übertreiben. Ich glaube, Artenschutz ist wichtig. Ich finde, eine Fledermausbrücke ist eine absurde Übertreibung. Wo soll denn die Fledermaus wissen, wenn sie nichts mehr heute liest, wo sie langfliegen muss? Ja, also nicht mit Parmesan, wenn die Bolognese richtig lecker ist. Beim nächsten Mal. Super, da freue ich mich schon drauf. Aber das ist auch sehr lecker. Rice Time, 50 Euro. Da sind Menschen gewesen, die durften abends nicht gemeinsam in den Park gehen, aber dann in die gemeinsame Wohnung. Mhm. Das ist ja irre. Aber auch beim Thema Ausgangssperren hat der Staat übertrieben. Mhm. Und deswegen sind diese Maßnahmen falsch. Denn eine Wirksamkeit hat sich nicht finden lassen. Jetzt sagt der Kretschmann wieder was anderes. Und der Söder sagt gestern das Gegenteil von dem, was er vorgestern und heute gesagt hat. Die sagen auch, dass Inzidenzen keine Aussage haben. Und trotzdem kommt das täglich. Also so ist es. Was ist denn da los bei euch? Und bei den Medien und bei der Politik? Genau deshalb gibt es die FDP. So, hier ist der Katzentisch. Oh, das ist ja fies. Jetzt ja, Katzentisch für diese ganzen unwichtigen FDPler. Ne? So, wir machen das hier in der Rangfolge. Ex-Wirtschaftsminister darf hier sitzen. Ja? So, und du bist ja noch gar nichts, ne? Ich bin doch gar nichts. Dann kannst du da hinten sitzen. So, ich bin auch nichts. Du bist auch nichts, dann kannst du auch da hinten sitzen. Ich bin jetzt hier der zweite Kameramann, wenn ich jetzt hier vor dem Gerät sitze, ne? Du kannst tatsächlich gerne mal ein bisschen gucken, ob das hier auch alles läuft. Ja, okay. Ja. Ich habe hier schon 1,30 im Kasten. Ja, okay. Ja, das war's. Hat's Ihnen gefallen? Schalten Sie wieder ein. Hier, dein? Herr Dö, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Also ich muss jetzt sagen, Sie haben sich ja gar nicht verändert in den 15 Jahren. Das ist total nett, Sie auch nicht. Das war's. Ja, genau, wir können. Politiker, Journalisten, Lügen, ohne rot zu werden, das unterste Kaste, super. Ja. Kaffee? Ich würde mit Wasser, total, Wasser? Immer mit Orange und frisch und überhaupt. Ja, gerne. Sieht super aus, vielen Dank. Wo kommen Sie gerade her, wo wollen Sie hin? Aus Uelzen und ich fahre danach zurück tatsächlich in die Heimat. Also ich fahre nach Ganderkesee gleich. Ganderkesee. Da war ich noch nie. Ist das schön da? Das ist fantastisch und es ist ein Fehler, noch nie da gewesen zu sein. Weil? Was verpasse ich da, außer Sie? Das ist nett. Vielen Dank für das Kompliment, aber das wäre der geringste Grund. Ganderkesee, ländlicher Raum, gleichzeitig direkt um die Ecke von Bremen und Oldenburg und Faschingshochburg im Norden. Ach, hör's auf. Doch, besser als Braunschweig. Wer wusste denn heute, dass das Ganderkesee Faschingshochburg ist? Jörg. Ja. So, danke. Ich habe das nicht gesehen, wer sich gemeldet hat im Hintergrund. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, wirklich. In diesem Jahr tatsächlich sogar Sommerfasching gefeiert. Und war richtig was los. Sind Sie auch so ein Karnevalsmensch? Also quasi qua Geburt. Weil wenn man da aufwächst, dann geht das gar nicht ohne. Und dann richtig so mit Mütze und Helau. Also jetzt nicht in Uniform, gerne gesehen hinein und Hegeit. Hinein und Hegeit. Hier lernst du was. Hier lernt man was, genau, aus Bildungs-TV. Okay. Ja. Und seit den 50er Jahren ist es total heiß da mit Fasching. Jedes Jahr Büttenabende, zehntausende Menschen am Straßenrand beim Umzug.
Sind da Kölner hingezogen oder ist das eigentlich? Nee, das haben die einfach, die haben sich mal zusammengesetzt am Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre und haben gesagt, wir müssen irgendwas machen. Und dann sind die da auf die Idee gekommen, so mit dem Kneipenwirt, mit dem Metallbauer vor Ort und haben das dann entschieden und groß gemacht. Und es ist wirklich riesig. Also es ist, hat richtig Strahlkraft in der Region, bis nach Bremen rein. Ja. Ah, da sitzt man tagelang, denkt sich so eine Eingangsfrage aus und findet keine und landet plötzlich im Karneval. Mittendrin. Das ist jetzt gefährlich, weil wenn jetzt Gandergesier zuschauen, legen wir sie Wert darauf, dass es Fasching heißt. Obwohl Fasching. Jetzt unter uns, weil wir jetzt ein bisschen entfernt sind von der Region, darf ich sagen, so vom Ablauf her wie Karneval in Köln. Ich glaube, wir haben in Gandergesier die meisten Zuschauer. Ja, das hörte ich auch, genau. Vor dem Hintergrund ist es wichtig, das mal zu betonen. Ja. Also es heißt Fasching. Haben Sie einen Karlauer mitgebracht? Ja, ich bin so furchtbar schlecht im Witz erzählen. Ich kann nur Flachwitze, die langweilig sind. Ja, wunderbar. Irgendwas Billiges. Jörg Bode kennt die alle schon, weil die haben sie alle, die haben sie alle von die ich kenne. Ja, nee, habe ich. Das ist einfach die einzige, die ich mir merken kann. Ja. Jörg, erzähl mal. Ja. Wissen Sie, warum Ameisen nicht in die Kirche dürfen? Ja, weil sie Insekten sind. Ah, verdammt. Ja, das ist natürlich ganz furchtbar, wenn die Flachwitze schon bekannt sind. Ich suche immer einen, der noch flacher kann als ich. Nee, ich bin da. Deswegen bin ich heute hier. Jetzt fällt mir auch keiner ein. Ja, das ist... Ja, ich erkenne noch einen zweiten, aber der ist genauso schlimm. Ja. Was ist die große Disco in Celle? Inkognito, ja. Inkognito, also lange Schlange vor dem Inkognito. Alle wollen rein. Elektronenparty im Inkognito. Stehen zwei Neutronen in der Schlange, kurz vorm Türsteher und er sagt, halt, stopp, heute nur für geladene Gäste. Ich habe einen gefunden, der flache ist... Nein, okay, jetzt will ich... Jetzt. So. Ja, ich muss vorhin ja ganz ehrlich sein. Ja, immer. Dachte, ja, da ist der Journalist, der stellt immer Fragen. Da ist der Politiker, der geht immer hin und antwortet immer auf Fragen. Haben Sie da eigentlich noch Bock drauf? Ja. Warum? Es macht höllisch Spaß, Fragen zu beantworten und selbst seine Meinung in der Antwort mit unterzubringen. Und davon abgesehen, dass es Aufgabe, also wie bekommen Menschen was über Politiker mit durch Journalismus und Medienarbeit? Also ohne Journalisten würde man uns ja gar nicht wahrnehmen können. Also die Leute rufen ja nicht täglich die Websites der Parteien auf, um sich mal gerade anzuschauen, was der Politiker da sagt, sondern dafür braucht es Medien und Medienvielfalt. Ja. Nur was hat man am Ende davon? Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt erfahren habe, Sie sind für Verlängerung der Atomkraft? So. Dann habe ich davon, dass ich weiß, was die Meinung und Positionierung ist der FDP. Und das ist ja entscheidend. Also wenn ich eine Wahlentscheidung treffe, dann muss ich mir überlegen, wofür stehen die? Was wollen die? Was schlagen die vor? Welches Konzept haben die? Ob ich es unterscheiden kann, welche Meinung die verschiedenen Leute haben. Bei einem fällt es mir schwer. Markus Söder. Weil das ist halt so meinungsflexibel, dass sogar, glaube ich, die Bayern davon genervt sind mittlerweile. Ist so mein Eindruck als Norddeutscher. Weil das ist ein Problem. Wenn man Meinungsflexibilität, was ja so ein Euphemismus ist für eigentlich hat man keine Meinung und ist Opportunist, wenn man die dauernd wechselt, ich glaube, dann sagen Leute irgendwann, nee, das passt nicht mehr. Also man kann auch eine Meinung haben und voll gegen den Wind segeln. Aber man muss sie dann auch durchhalten und vertreten. Man kann nicht heute so und morgen so. Das ist blöd. Das hat man ja eine Zeit lang auch der Frau Merkel vorgeworfen. Aber die hat dann letztlich zurückblickend doch nur das gemacht, als Vertreterin des Volkes, dann die Volkesmeinung umgesetzt. Atomkraft bleiben wir mal da. Ne? Ja, da wäre ich, aber ich finde, das ist nicht die Aufgabe von Politik. Also es wäre einfach zu sagen, lasst uns mal eine Umfrage machen und die Meinung vertreten wir dann. Also so funktioniert ja nicht Pluralismus. Es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Selbst wenn 60% einer bestimmten Meinung sind, sind 40%, vielen lieben Dank, ich nehme mir, ja. Danke, sind 40% anderer Meinung und die müssen ja auch eine politische Stimme haben. Und vielleicht werden die 40%, weil die anderen Teile der anderen 60% sich überzeugen lassen, auch der Meinung, oder wir vertreten dann die Mehrheitsmeinung. Deswegen finde ich schon, dass dieser Ideenwettbewerb wichtig ist. Und da sind wir wieder bei Medien. Dafür braucht man Medien, die darüber berichten und erzählen. Sonst kriegt es keiner mit. Also vierte Gewalt ist vielleicht für Juristen jetzt irgendwie komisch, aber finde ich schon wichtig. Aber steigen Sie denn noch überhaupt durch die ganze Informationsflut? Also ist das Dressings? Genau. Das ich nehme süß-sauer. Erdnuss, das ist süß-sauer, genau. Danke. Und das ist hier noch, wie heißt das? Soja. Soja, genau. Ist ja nicht immer im Fisch drin. Ja, das ist auch sehr umweltbewusst, so im Plastik. Das hat man noch gesagt. Haben Sie entschieden? Das ist ein toller Vietnamese. Okay. Ich kriege 50 Euro für Tuki Rice Time. Rice Time, gut, Zelle. Ne? Tuki Rice Time. Es gibt Argumente für Atomkraftverlängerung, ja klar. Aber es gibt ja auch Argumente dagegen.
Und warum ich so langsam des Fragens müde werde, es gibt keine Wahrheit. Oder ist das für Sie die einzige Lösung jetzt, Atomkraft? Bei den Kontraargumenten, es geht doch nur um 5% Strom, wir haben kein Stromproblem, sondern Gasproblem und bla bla bla. Ich könnte den Reigen natürlich von der anderen Seite fortsetzen und die Argumente deutlich machen, dass wir leider immer noch Gas verstromen für die Grundlastfähigkeit und so weiter. Kann man auch noch vertiefen, aber gibt es die eine Wahrheit, war ja die Ausgangsfrage. Oh, ich finde auch eine sehr wette. Genau. Gibt es die eine Wahrheit? Nein, natürlich gibt es die nicht. Es gibt erstens unterschiedliche Auffassungen und man kann aus guten Gründen auch anderer Meinung sein. Aber das ist ja, wer die Hoffnung hat in der vielen lieben Dank. Orange Servietten, darüber muss ich nachdenken. War ein CDU-Politiker zuletzt hier? Das ist die Farbe von Zeller heute. Ja. Stimmt, hätte ich da hinten, hätte man das. Hätte ich sehen können auf der Kamera da vorne. Ja. Sehr gut. Also es gibt gute Gründe, auch anderer Meinung zu sein. Und weil das so ist, gehört das dazu, dass man das im Wettstreit sich auseinandersetzt. Meinungen können sich auch ändern. Kernenergie ist ja ein Beispiel, dass Meinungen sich ändern können. Und vor dem Hintergrund, also die CDU hat damals Anfang der 2010er Jahre sehr dafür geworben, dann doch komplett auszusteigen. Und jetzt sind sie anderer Auffassung. Wir sagen, lass uns drüber nachdenken, nicht die alten Debatten führen, aber zumindest für einen bestimmten Zeitraum das zu machen, damit wir nicht in die Situation kommen, Gas verstromen zu müssen, was super knapp zurzeit ist und mit ganz viel Kollateralschäden verbunden ist für die deutsche Wirtschaft, für die privaten Haushalte, wenn es ausgeht. Also es gibt immer gute Gründe, auch diesen Wettstreit fortzusetzen. Das ist ein bisschen wie mit der Marktwirtschaft, wo sich ja die beste Idee durchsetzt. Ich meine, sonst hätten wir heute keine Smartphones wahrscheinlich. Wenn der Staat gesagt hätte, lasst uns eine Mobilfunk-Endgerätegesellschaft gründen und dann entscheiden wir beispielsweise anhand, gutes Beispiel, von Demoskopie, also Mehrheitsentscheidung, was gewünscht ist. Als das iPhone auf den Markt kam, hat niemand gesagt, ich hätte gerne ein Telefon ohne Tastatur. Das war nicht die Mehrheitsmeinung. Aber als es dann da war, haben alle gesagt, wie geil ist das denn? Ich kann da anklicken und kann auch ohne Tastatur leben. Ja. Also insofern ist dieser Wettstreit der Ideen total wichtig. Und einfach nur zu sagen, wir machen eine Umfrage und das ist dann die politische Meinung, dass daran ändern wir nichts, macht dann kommt die Politik und sagt, ja, aber iPhone darf nicht mehr den Lightning-Anschluss haben oder so. Was hat euch das denn zu interessieren? Lasst die doch. Macht die Europäische Union, dahinter steht Verbraucherschutz, die Idee zu sagen, lasst uns aufpassen, dass bestimmte Geräte sozusagen, weil sie bestimmte Anschlüsse haben oder weil sie die Software nicht zulassen oder bestimmte Apps nicht zulassen, lasst uns aufpassen, dass, Achtung, Wettbewerb weiter stattfindet. Also auch wenn der Platzhirsch da ist, wobei ich glaube, die meisten Endgeräte sind gar keine iPhones, gehört so weit dazu und jetzt will ich keine weiteren Marken nennen, aber Samsung oder so, geschenkt. Ich habe auch ein iPhone, alles gut. Aber großer Fan, aber es gibt zu Recht auch andere Geräte und andere Verbraucherentscheidungen. Also kurzum, wenn Platzhirsche da sind, und das ist schon die Aufgabe des Staates, dann zu schauen, dass noch Wettbewerb stattfindet. Dass wenn jemand eine neue coole Idee hat, dass der Markt nicht so abgeschottet ist, weil man gar nicht mehr aus der Technologiewelt, für die man sich einmal entschieden hat, raus kann, dass auch noch andere eine Chance haben. Das macht übrigens nichts, jetzt ganz kurz Werbung. Ja. Das macht Frau Vestager in der Europäischen Kommission, das ist eine liberale Parteifreundin von uns aus Dänemark. Also Liberale stehen auch für Wettbewerb. Die sind nicht irgendwie für große Konzerne, sondern die sagen, auch die kleine, neue, coole Idee muss eine Chance haben. Aber solange etwas ganz toll wird, sagen wir mal, WhatsApp-Platzhirsch, so, dann kommt wieder die Politik, aber ihr müsst das jetzt auch den anderen erlauben. Das ist ja, wenn die FDP jetzt ständig aber auf 90% dass es nicht was wäre. Ja. Und dann käme doch auch keiner auf die Idee, ja, ihr müsst jetzt aber auch CDU-Mitgliedern und den AfD-Lern Zugang gewähren, weil ihr so toll seid. Ja, die haben ja die Möglichkeit auch medial. Das ist schon okay, aber jetzt kommen wir nochmal auf das Beispiel zurück. Was ist denn, also auf WhatsApp, ich benutze auch WhatsApp, was ist denn, wenn es einen neuen coolen Messenger gibt und WhatsApp durch, keine Ahnung, dadurch, dass alles zusammengehört und alles irgendwie am Ende Facebook, alles miteinander so verwoben ist, dass man quasi gar nicht mehr auf was anderes schaut, wenn da eine coole Idee am Straßenrand ist, die dann keine Chance hätte. Also die Idee von Wettbewerb der Ideen und Wettbewerb am Markt, das ist natürlich liberale DNA. So, also das ist total wichtig, dass sich Dinge erneuern können, verändern können, Disruption. Wir wollen ja nicht im gleichen Wind wird doch bestraft, ihr seid zu gut geworden. Wir müssen eine Regel vorschieben. Nein, bestraft nicht, sondern die Frage ist, gibt es noch was Besseres? Also das ist ja so Ende der Entwicklung. Ihr seid super, lass uns aufhören zu denken. Wir benutzen die nächsten 2000 Jahre WhatsApp.
Ich bin mir sicher, es wird nicht nur in den nächsten 2000, wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren irgendwas kommen, was vielleicht noch cooler ist. Und da muss WhatsApp besser werden. Also es hätte ja gar keine, wenn es Platzhirsch ist und eine, wie die Wettbewerbshüter sagen, eine marktbeherrschende Stellung hat, dann würden die ja gar nicht besser werden wollen, weil sie sagen, hey, wir haben eh schon 90% der Kunden, was soll's, wir können uns entspannt zurücklehnen in Liegestuhl. Aber cool an der Marktwirtschaft ist doch, dass die Dinge besser werden können, dass sie innovativer, klimaschutztechnisch besser werden können und so weiter und so fort. Bei besser wäre ich ja bei Ihnen, aber inzwischen ist das doch nur, es wird mehr. Also ich bin nicht ganz so weit zurück, aber... Das ist jetzt aber sehr kulturpessimistisch gedacht, finde ich. Ja. Jörg und ich, wir sind so alt, wir kennen noch ein graues Telefon. Mhm. Ja. Und ich habe den Eindruck, je mehr Kommunikationsmittel es gibt, also nur mehr, aber die zwingend besser geworden, man weiß, man kommuniziert weniger. Lass uns mal die Testfrage stellen. Oh ja, jetzt kommt's. Also ich kenne auch die 80er Jahre, ich bin nämlich auch ungefähr, nicht ganz euer Alter, aber vielleicht in die Richtung. Und damals hat man dann, haben meine Eltern, die hatten erst ein Wählscheibentelefon, haben dann bei der Deutschen Bundespost ein Telefon mit Knopfdruck. Und eigentlich dachte die Welt, das ist die Ende der Entwicklung. Also ich meine, jetzt haben wir von der Wählscheibe hin zum Tastentelefon. Wenn man drauf gedrückt hat, hat es übrigens noch immer noch ratatatata gemacht. Und das gezeigt hat, dass noch einige Leute Wählscheibentelefon hatten. Und dann haben alle gesagt, das Ende der Entwicklung. Dann kam tatsächlich ISDN und alle dachten, wow, das ist das Ende der Entwicklung. Besser geht's nicht. Irgendwie so digital, aber trotzdem analog. Großartig, das Faxgerät. Die Dinge entwickeln sich doch weiter. Und wer würde heute, wenn er wirklich vor der Entscheidung steht, lasst uns bitte, ich habe so viel Medien, es gibt so viel Auswahl, lasst uns doch einfach zurückkehren in das Jahr 1984. Das Tastentelefon ist offiziell von der Deutschen Bundespost eingeführt und so wollen wir wieder leben. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen sagen würde, sie wollen wieder im Jahr 1984 leben, glaube ich nicht. Die Mehrheit muss ja nicht immer die Wahrheit sein. Es gibt nicht die Wahrheit. Aber meine Frage ist eher allgemein, ist durch die Menge der Kommunikationsmittel die Kommunikation wirklich besser geworden? Und da habe ich den gefühlten Wert, nee. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, wo hat mir denn Björn Espel geschrieben? War das jetzt auf Facebook? War das Mail? Wo war das denn nochmal? Ich komme ja nicht mehr hinterher. Ja, da Sie sind noch jung, aber ich bin ein alter Mann. Ich kenne auch noch Zeiten, als es mein erstes digitales Endgerät, wenn man so will, war ein, wie hieß das, Skoll. Skoll, ja, oder? Genau. Ja. Diese kleinen Dinge, also ich meine, wie absurd. Ja. Da hat dann meine damalige Freundin darauf angerufen, damit dann ihre Nummer an diesem Display erscheint und ich sie auf dem Festnetz zurückrufen kann. So, das ist ein sehr klarer Kommunikationsweg. Ne? Es gab genau eine Inbox für mich, kein E-Mail, kein sonst was, sondern dieses kleine Ding, wo man dann, glaube ich, 3, 4 Nummern hintereinander hoch und runter scrollen konnte. So. Das war natürlich vielleicht eine einfachere Welt vermeintlich. Damals hat man sich vielleicht um andere Dinge Sorgen gemacht. Aber ich finde, dieser Absolutheitsanspruch, dass man sagt, ja, jetzt irgendwie zu viel, lass mal aufhören mit Fortschritt, finde ich irgendwie schräg. Davon abgesehen, dass weite Teile der Menschheit vielleicht das noch nachholen wollen. Und es gibt nicht die eine Instanz, die sagen kann, so, jetzt haben wir alle genug, das reicht jetzt für den nächsten 100.000 Jahre. Das finde ich schräg. Das ist auch nicht Demokratie aus meiner Sicht. Ja, das also Fortschritt. Schmeckt sehr lecker übrigens. Ja, Rice-Time, 50 Euro nochmal. bei Fortschritt wäre ich auch bei. Es macht ja auch Spaß jetzt auf, als wir uns kennenlernen, da hat man noch ein 3-Mann-Team mit Filmkassetten und sowas. Das ist ein Fortschritt, wenn man jetzt hier auf einer kleinen... Wir sind auch 3-Mann. Just saying. Aber ihr seid eine Mehrheit. Ja, das war doch... Ja, das ist jetzt auch nur Deko, damit es nach Fernsehen aussieht also, hier. Ja. Also, das sind eigentlich auch Models, die können da nicht filmen, aber ich habe die schönsten Leute hier. Der Fortschritt sieht doch so aus, dass ich hier zu einem Konzert gehe, mein iPhone zücke, das komplett filme, das dann hochlade und das Konzert weder auf YouTube gesehen habe, noch live dabei war. Das ist doch kein Fortschritt. Stand am Eingang, Sie sind dazu gezwungen, das zu tun? Ja, das ist ja die Frage. Ich glaube, das steht wirklich irgendwo am Eingang, du musst das jetzt tun, weil sonst machen ja von 100 Konzertbesuchern 94. Ja, was ist ja deren freiwillige Entscheidung, ne? Also ich meine, was ist, wer der Staat, der sagt... Fortschritt nicht umgehen können, das ist meine Botschaft. Der Mensch ist dafür nicht geschaffen. Nein, der Mensch ist nicht für Fortschritt geschaffen? Für den wir gerade haben. Der Mensch, also jetzt wollen wir mal ganz archaisch werden, der Mensch kommt aus der Höhle. Ich werde jetzt mal emotional eine Sekunde, mit einer Kindersterblichkeit von damals, keine Ahnung, 40%. Ist das jetzt Fortschritt, was wir heute haben? Natürlich ist das Fortschritt. Medizinischer Fortschritt, technischer Fortschritt, ist das Fortschritt? Na klar, ist das Fortschritt. Der Umgang damit, es ist ein geiler Fortschritt, ein Konzert aufnehmen zu können. Ja. Der Mensch denkt aber inzwischen, er muss es aufnehmen.
Und das könnte sich auch wieder ändern. Der könnte sich auch sagen, warum nehme ich das eigentlich auf? Da sind 60 Kamerafrauen und Männer, die das wahrscheinlich viel besser können. Und ich kann es eher auf YouTube sehen. So, ich traue den Menschen da mehr zu als sie. Das war jetzt ein Totschlagargument, ich weiß, Entschuldigung. Ja, ich möchte ja dahin kommen, wo sie sind. Ja? Ich möchte auch wieder mehr Vertrauen. Es gibt die Möglichkeit. Ja, also so ganz so schlimm geht es mir noch nicht. Ah, okay. Nein, stimmt, ich bin zu. 40 Euro FDP. SPD ist auch ganz gut. Außer der Söder ist nicht gut. Söder ist, glaube ich, nicht gut. Ja. Oder so. Nee, schlecht. Das so, nee, ist ja von der CSU. Ja. Ich kann auch beobachten, das tun sie doch auch, wenn die Schüler nebeneinander sitzen und miteinander auf WhatsApp oder sonst wie chatten, anstelle zu reden. Das könnt ihr mir nicht als Fortschritt verkaufen. Das ist ein Drama. Wenn die Schüler sich... Entschuldigung. Schnitt? Sehr lecker. Schnitt. Weißwein, 50 Euro. Alles gut. Schulhof 1973. Sechs Schüler verkloppen sich gegenseitig. Ist das Fortschritt? Also das geil. Nein, das ist Körperverletzung. Also, sorry, es ist offensichtlich. Wurden Sie mal verkloppt oder haben Sie gekloppt? Ja, darüber rede ich jetzt schon aus juristischen Gründen nicht. Aber ich will damit nur sagen, dieser Blick auf früher war alles besser, nein, hat sich doch eigentlich als falsch herausgestellt. Aber dann kann ich nicht selektiv vorgehen. Dann kann ich nicht sagen, ja, es war besser, es muss nur heute so sein, wie es aus meiner Comfortzone am besten ist. Ich erlebe übrigens junge Menschen anders. Ich erlebe, ja klar, die sitzen manchmal auch nebeneinander und machen digital, ohne sich zu unterhalten. Aber ich erlebe junge Menschen, die super reflektiert sind und Lust auf Zukunft haben. Und vielleicht eher sogar davon genervt sind, wenn Leute ihnen was wegnehmen wollen, damit Chancen kleiner machen. Wir müssen aufpassen, jetzt darf ich ganz kurz ausholen, nur 30 Sekunden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht der jungen Menschen eine Sattheit der Gesellschaft aufoktroyieren. Wir sind eines der ältesten Länder der Welt, was erstmal gut ist, weil wir gesünder älter werden. Mein Vater, 81 Jahre alt, bestes Beispiel, super top fit, toi toi toi, das freut mich riesig. Gleichzeitig neigen wir dazu, dann zu sagen, ja, jetzt mal langsamer, jetzt mal ruhiger. Nein, im Gegenteil. Die jungen Menschen, die heute geboren sind, die zur Schule gehen, die haben genauso ein Anrecht auf Fortschritt und Geschwindigkeit wie, ich sage jetzt mal, unsere Generation. Und deswegen finde ich diese Debatten immer schwierig. Finde ich das alles großartig, wenn meine Kinder sagen, ey, wir zocken? Nee, finde ich auch nicht großartig. Und da ist sicherlich auch Erziehungsauftrag gefragt, zu sagen, hier stopp, Grenze, stattdessen mal ein Buch lesen. Da bin ich sofort dabei. Ich sage ja nicht laissez-faire und Erziehung war gestern, ganz im Gegenteil. Übrigens die anti-autoritäre Haltung, so manche Eltern kommt ja aus dem nicht-digitalen Zeitalter spannenderweise. Also kurzum, ja klar braucht es Erziehung, ja klar braucht es Guidance bei jungen Menschen, aber diese Idee, jetzt hören wir mal auf damit, jetzt muss mal Schluss sein und ein bisschen und mal das Telefon in den Bach schmeißen, weil ist doch auch blöd. Nee, das aber geht sehen Sie nicht. Einen Zusammenhang zwischen Fortschritt und Glücklichsein? Keinen zwingenden. Es kann auch Fortschritt geben, der nicht glücklicher macht. Die Frage ist, Glück ist halt extrem subjektiv. Wie man auf Zukunft und auf Fortschritt schaut, sicherlich auch. Aber am Ende ist das Entscheidung von Menschen. Also Menschen könnten sich ja dagegen entscheiden, Smartphones zu kaufen. Sie könnten es, aber sie tun es nicht, weil sie es wirklich für einen Mehrwert halten für ihr Leben. Oder weil sie sonst auch die Außenseiter sind. Glauben Sie, aber dass diese zwei, also ich glaube, in Deutschland gibt es, keine Ahnung, so 140 Millionen Smartphones. Jeder hat mindestens eins, wahrscheinlich hat er noch eins in der Schublade. Klammer auf, bitte zum Recycling geben, denn die seltenen Erden werden sehr dringend gebraucht, die da in der Schublade liegen. Bildungsteil zu Ende. Was ich sagen will ist, also ich glaube, dass diese 82 Millionen Menschen, die wahrscheinlich, gut, nicht alle Kleinkinder haben außen vor genommen, auch meine Kinder haben noch keins in der Grundschule, aber die eins haben, die empfinden das jetzt nicht als Versklavung. Den Eindruck habe ich nicht. Das wird leicht mal so im Feuilleton herbeigeschrieben. Ich finde das sehr herablassend gegenüber Menschen, die sich dafür entscheiden. Ich glaube, die entscheiden sich bewusst dafür. Könnte man auch sagen, ja, wer ein Auto hat, fühlt sich versklavt. Ich glaube, die meisten fühlen sich eher frei, wenn sie selbst entscheiden können, wo sie surfen oder wo sie hinfahren. Was macht sie das eigentlich? Das klang sehr überzeugend, fand ich jetzt. Entschuldigung. Es kommt zumindest so, dass ich nicht widersprechen muss. Sehr gut. Was macht sie glücklich? Kaffee so lange. Kein Kaffee, ich nicht? Ein Espresso. Was macht mich glücklich?
hören Sie mal zu, das kommt alles aus demselben Automaten, aber Sie kriegen eine kleine Tasse und dann erzähle ich Ihnen, das ist ein Espresso, ja? Genau, ja? Dann, das ist genau, und ich werde es nicht merken dann. Ja, genau. Okay, wir machen das. Ja, verabredet. Das nennt sich Scripted Reality, wenn ich das richtig verstehe. Aber der ist echt gut, das wird gemahlen, ja, ja. Eigene Sorte und so. Fantastisch. Was macht mich glücklich? Also natürlich macht mich glücklich, wenn es meiner Familie gut geht. Also ganz privates Glück. Geht's dir gut? Ja, zum Glück. Ich habe das große Glück, dass ich eine gesunde Familie habe. Und Zeit macht schon glücklich und frei. Das ist so. Davon ist manchmal zu wenig da. Ansonsten, ehrlicherweise, Kommunikation macht mich glücklich. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht digitales E-Mail schreiben, sondern sprechen. Ja. Aber auch digital sprechen. Ich mag Kommunikation. Sieht Ihre Familie Sie ordentlich? Heute Morgen. Ja, ich habe die Kinder heute Morgen schulfertig gemacht und das Schulessen. Vielen lieben Dank. Gerne. Jetzt hätte ich ganz gerne Zucker noch dazu. Ja, wir sind nicht mehr vorne. Drin. Süßstoff oder Zucker? Süßstoff wäre großartig. Oh, da geht gleich der Kaffee. Alles ist ja super. Wie sieht so ein Arbeitsalltag eigentlich aus? Also, ich muss ja zugeben, keiner von diesen beiden Ungebildeten hier kannte sie. Ne? Die haben erstmal geguckt, wer ist das denn? Das ist so ähnlich wie Zelle heute, kennt ja in Hamburg auch niemand. Dabei sind Sie ja der Nachfolger von dem Christian Lindner. Und ich habe mal mitgekriegt, dass der Fraktionsvorsitzende der eigentliche heimliche Chef von das Ganze ist, oder? Ja, würde ich jetzt erstmal unterschreiben, wenn Sie es so nett einführen. Aber in der Sache ist er vor allen Dingen eins. Er ist der Anwalt aller Abgeordneten einer Fraktion. Und eine Fraktion ist ja nicht wie ein Unternehmen, sondern der Fraktionsvorsitzende, der gleichzeitig Chef ist, ist aber auch von seinen, wenn man so will, Mitarbeitern in der Fraktion, in Anführungszeichen wohlgemerkt, liebe Kollegen, Mitarbeiter, aber diejenigen, die in der Fraktion Abgeordnete sind, gewählt. Das heißt, er ist auch demokratisch von ihnen abhängig. Und das ist eine interessante Kombi, finde ich, in der Demokratie, dass derjenige, der Chef ist, auch gleichzeitig die demokratische Legitimation hat. Macht Hölle Spaß, habe ich ja im Landtag einige Jahre machen dürfen und jetzt im Bundestag. Und das ist... Auch das ist Kommunikation. Das ist den ganzen Tag Kommunikation. Aber ist dann so, dass man manchmal abends denkt, ach, ich möchte in 3 Jahren auch mal Minister werden? Oder ist das gar nicht so? Ja, das ist total. Ich werde das witzigerweise schon seit längerem immer mal wieder gefragt. Was, nicht Minister, nein, aber was möchtest Kanzler, du denn als Kanzler. Nächstes? Nee, aber was möchtest du denn als... Hätten Sie noch einen Löffel? Ich bin heute sehr fordernd, ich weiß. Ja, wunderbar, genau das. Vielen lieben Dank. Ihr nehmt euch gleich, ja? Wir machen dann... Was möchtest du denn als nächstes werden? Ich habe mir das auch bei dem, was ich jetzt mache, vorher nicht die Gedanken gemacht. Ich war vorher stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag, durfte Haushalts- und Finanzpolitik machen, was mir als Ökonom total Spaß gemacht hat. Und habe ich nicht jeden Tag da gesessen und gesagt, was kommt denn morgen? Also ich bin nicht so der, böse gesagt, ich bin nicht so der Philipp Amthor-Typ, der mit dem schwarzen Aktenkoffer zur Schule gekommen ist und so. Ich hätte mir in meinem Leben, ich hätte mir auch was ganz, also meine Jugend, meine Frau sagt immer, ich sei in der Jugend an die falschen Freunde geraten. Ich hätte mir auch was ganz anderes vorstellen können. Also ich habe eine Zeit lang bei Adidas gearbeitet. Also ja, es gibt nicht den einen Traumberuf als Kind Tierarzt. Ja. Aber dann habe ich gehört, dass ich dachte immer, der Tierarzt ist auch der, der den Krankenwagen steuert. Und das gab doppelt keinen Sinn. Und deswegen wollte ich dann Arzt werden. Habe ich auch gemerkt, der steuert nicht den Krankenwagen. Dann wollte ich eigentlich Krankenwagenfahrer werden. Aber das ist dann irgendwie auch nicht geworden. Ja. Und im Nachhinein zufrieden? Lehrer werden. Ja, sehr. Ja, ja total. Ja. Es ist ein unfassbares Privileg, das machen zu dürfen. Deswegen bei aller... bei einem Ärger manchmal über lange Sitzungsabende und sonst was und die Familie nicht sehen. Es ist ein unglaubliches Privileg, das machen zu dürfen. Weil? Wirklich. Weil man Volksvertreter sein darf und weil Menschen Vertrauen in einen setzen, was man meistens hoffentlich erfüllt, manchmal auch nicht erfüllt und enttäuscht, was dann schwer genug ist, aber das ist, ist was Besonderes. Hannover oder Berlin lieber gemacht? Beides. Das sage ich jetzt nicht nur, weil Kollegen aus dem Land da sind, sondern ich habe auch, als ich im Landtag war, habe ich nicht mit den Hufen gescharrt, wann kommt Berlin. Ich war mal in Berlin als Mitglied des Bundesvorstandes der FDP und so weiter, aber es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie geguckt habe, was wird da frei oder so, sondern das war mit Zufällen verbunden, wie bei ganz vielen Menschen im Leben. Damals habe ich den Eindruck gehabt, zumindest als wir uns kennenlernten, dass die Themen übersichtlicher waren. Da gab es mal ein bisschen Steuerschuld, vielleicht gab es auch mal
Ja, wohin denn mit dem ganzen Atommüll? Die Frage ist auch noch nicht geklärt mit ihren ganzen Forderungen dann nach mehr Atomkraft. Ist, ja, also es gibt jetzt mittlerweile einen Prozess in Deutschland, toi, aber es ist natürlich eine Frage, die in jedem Fall übrigens zu klären ist, unabhängig von einer Laufzeitverlängerung. Wenn wir jetzt hier so ein richtig ordentliches Interview führen würden, hätte ich ja... Das wirft jetzt ein schlechtes Licht auf dieses Gespräch, finde ich. Also wenn ich ein professioneller Interviewer wäre. Müsste ich ja jetzt mit... Der Espresso schmeckt sehr gut. Ja, mit dem Espresso-Bohnen. Und der Kaffee erstmal. Ja. Ah, wunderbar. Und das ist aus dem gleichen Automaten. Ich finde... Also damals gab es so vielleicht 2-3 Themen. Ja, keine Ahnung. Ein bisschen Steuern und alle können es besser. Heute gibt es ja Ukraine, Klimawandel, Corona. Ach, Corona gibt es auch noch. Hungersnot, Atomkraft, ja oder nein. Werden Sie den ganzen Themen... Können Sie denn überhaupt noch zu allem eine Meinung haben? Zwei Antworten. Der erste Teil der Antwort lautet, bitte nicht die Vergangenheit verklären. In den 2000er gab es auch Hungersnot, es gab Atomkraft, es gab in den 2015-16 Flüchtlingskrise, es gab die Griechenland-Krise 2008, 2009, 2010. Was ich damit sagen will, ist, früher gab es auch diese Dinge, wo man dachte, den ganzen Tag geht es nur um das eine Thema. Was anders ist tatsächlich, und das empfinde ich auch so als anders und auch als belastend, ist die Tatsache, dass wir in Europa Krieg haben. Weil das gab es vorher noch nie. Es gab immer mal Krisen, auch in der Europäischen Union. Jeden Tag gab es Krieg, immer schon. Ja, ja. Es gab noch nie Krieg in Europa. Mhm. Und jetzt sind wir in der Situation, dass ein Land Beitrittskandidat der Europäischen Union ist, weil wir damit auch eine Botschaft ausdrücken wollen als EU, die sich im Krieg mit einem anderen Land befinden, ein Land, das angegriffen worden ist. So, das ist neu, finde ich. Also jedenfalls in der jüngeren Geschichte ist es absolut neu. Und das ist auch belastend, muss ich fairerweise. Also das ist auch belastend, ja. Von all den Themen haben Sie dann so ein Lieblingskrisenthema? Das würde ich so machen, dann geht's besser? Ein Lieblingskrisenthema? Ein Lieblingsthema, sagen wir mal. Thema Klimaschutz. Man kann es auch Klimakrise sagen, um es auf das Wording der Frage zu beziehen. Ich finde, wir sind ordentlich in Deutschland, aber nicht sehr gut. Eher so eine 3+. Und das ist zu wenig. Weil wir könnten viel mehr machen. Mit dem Geld, was wir volkswirtschaftlich einsetzen für Klimaschutz, können wir Besseres machen. Ich will ein ganz konkretes Beispiel, weil wir vorhin kurz auch über das Auto sprachen. Ich glaube, ich habe das Auto eingeführt. Wieso denken wir in Deutschland vor allen Dingen Klimaschutz im Zusammenhang, lass uns das verbieten, das verbieten, das verbieten und das verbieten? Warum denken wir nicht, hey, der Staat macht den Rahmen? Zum Beispiel, wie Frau Vestager den Rahmen im digitalen Bereich setzt der Staat im Klimaschutzbereich den Rahmen. Warum sagen wir nicht, es darf nur so und so viel CO2 ausgestoßen werden? Aber wie das funktioniert, ob durch weniger Betrieb von Kaffeemaschinen, durch weniger Autofahren oder durch neue Technologien, zum Beispiel CO2-neutrale Kraftstoffe, die es technisch heute schon gibt, E-Fuels. Warum verbieten wir Verbrennungsmotoren, wenn wir sagen, das Einzige, was das Wichtigste ist, ist doch, dass die kein CO2 mehr ausstoßen? So, und wenn wir von der Seite vielleicht Klimapolitik denken, dann wäre es klüger. Und die Antwort lautet, das ist eins meiner Fable-Themen, würde ich sagen. Werden wir beim Verbrennungsmotor dann genauso sein wie heute bei der Atomkraft und ein Jahr vorher feststellen, das geht ja doch alles gar nicht, wollen wir das nochmal auf 10 Jahre verlängern? Das wäre meine Sorge, das wäre die falsche Antwort, weil ich will schon Klimaneutralität haben. Also ich will nicht, lasst uns mal die Klimaschutzziele in die Zukunft schieben, sondern ich will die Klimaschutzziele von Paris erreichen. Also das ist, glaube ich, der demokratische Konsens, weil wenn man die Ziele dauernd ändert, dann führt man ja Debatten nebeneinander. Man muss schon die gleiche Debatte führen und sich dann über den Weg streiten, aber das Ziel muss klar sein, nämlich die Klimaschutzziele zu erreichen, auf die man sich auch als Volkswirtschaft, als Deutschland im internationalen Rahmen vereinbart hat und committed hat. Aber wie das technisch umgesetzt wird, da bin ich für mehr Freiheit. Ich habe ja mein E-Auto gefahren, als ich noch dachte, es sei umweltfreundlicher. die Nachteile von E-Fuels kenne ich noch nicht, aber die Nachteile von E-Autos kennt man ja. Es ist ja nicht nur umweltfreundlich. Gibt es denn irgendeine Sache, die eigentlich nur gut ist? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nein, es gibt keine Sache, die nur gut ist. Mhm. Ich glaube, der Rahmen muss einfach klar sein. Wir dürfen nicht verschiedene Messlatten ansetzen. Und ich meine E-Autos. E-Autos können fantastisch sein. Wenn E-Autos aus erneuerbaren, wenn wir jetzt mal die Debatte um die Frage der Herstellung außen vor lassen, die auch relevant ist, kann man alles übrigens in einem, jetzt muss ich ein bisschen angeben.
reden. Ich habe meine Diplomarbeit mal über das Thema CO2-Emissionshandel an der Uni Hannover geschrieben und insbesondere über die Frage, wie man effizienten Klimaschutz macht. So, und sage, der Rahmen muss gesetzt werden. Dafür ist der Emissionshandel prädestiniert, aber die Technologie darf nicht entschieden werden von der Politik. Kommen wir auf die elektrischen Autos oder E-Autos zurück. Wenn die aber mit polnischem Braunkohlestrom gefahren werden, dann sind sie halt nicht mehr klimaneutral. Deswegen sage ich, lasst uns da doch einen Deckel draufsetzen. Es gibt einen harten Klimadeckel. Und dann muss sich alles bewähren. Vielleicht denkt man darüber nach, wie man CO2 einfangen kann, was man aus fossilen Brennstoffen in die Luft emittiert hat. Vielleicht denkt man auch darüber nach, Stichwort synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, die in Teilen der Welt herzustellen, um dort auch Wertschöpfung hinzubringen, zum Beispiel nach Afrika, dort herzustellen mit unendlich vorhandener Energie, nämlich Sonnenenergie. Dann hätten wir aus Sonnenenergie gewonnene synthetische Kraftstoffe, die wir in deutschen Autos verbrennen und haben CO2-Neutralität. Mit dem Vorteil, dass wir beispielsweise in Afrika Wertschöpfung haben, die werden dann Ölproduzenten, aber CO2-neutrale Ölproduzenten. Und bei uns werden die Autos gefahren, die die besten Verbrennungsmotoren der Welt sind. Also, da finde ich, genau wie bei anderen Dingen auch, solange der Wettbewerbsrahmen fair ist, finde ich, es sollte vieles erlaubt sein. Und wie lange müsste man Sie quälen, dass Sie mit den Argumenten gegen Ideologie nicht weiterkommen? Wie lange müsste man mich quälen? Ab wann verzweifeln Sie? Sie klingen ja schon noch so wie ein richtig junger Politiker, der auch richtig Ideale hat und so, machen wir das und so. Ich hatte so in Ihrem Alter schon mehr Frustfaktor erwartet. Nee, das ist komisch. Das ist, ne? Also ich frage mich das ja auch immer. Das gibt es manchmal schon, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwas grundsätzlich in Frage stelle. Ich bin so ein, das steht, glaube ich, in der dritten Zeile des Parteibuchs der FDP drin, du musst Optimist sein oder so, schätze ich mal. Oder es wird eben so, wahrscheinlich kriegen wir so einen Chip eingepflanzt alle und deswegen sind wir Optimisten. Nein, Scherz beiseite. Ich bin halt Zukunftsoptimist. Ich finde es absurd, sich hinzuschauen, es ist ganz furchtbar, es war früher alles besser und es wird noch schlimmer. Das ist irgendwie eine komische Einstellung, was auch falsch ist. Weil es uns beiden zu gut geht vielleicht? Nee, ich glaube, weil Geschichte uns lehrt, dass es besser werden kann. Aber wenn man so, ich meine, man muss ja jetzt nicht weit gucken, gar nicht mal nach Afrika oder Ukraine, sondern auch hier in Deutschland, denen geht es ja nicht so gut wie uns beiden. Und das die, ist, haben, die haben schon einfach echte Sorgen. Ja, und soziale Spaltung macht auch mir Sorgen. Ja. Die Frage, ob die Antwort ob eine Antwort ist, der Staat muss möglichst viel verteilen, dann wird es allen besser gehen. Ob das die richtige Antwort ist. Wenn das so wäre und man dadurch sozialen Ausgleich schafft, lass uns die Diskussion führen. Nur alle Beispiele der Geschichte, wo der Staat gesagt hat, ich verteile jetzt, sind ziemlich im Desaster geendet, ehrlicherweise. Also, meistens das war aber eine Steilvorlage für diese ganzen Tankrabattgeschichte, ne? Weil der Staat Steuern reduziert hat. So, wir verteilen mal alles so. Da müssen wir uns schon ins Konkrete geben. Obwohl, das ist eigentlich auch schon durch das Thema, ne? Aber es hat ja funktioniert vor allen Dingen. Also das Spannende ist übrigens, dass der amerikanische Präsident Joe Biden, der vergleichsweise vernünftig ist, insbesondere im Vergleich zu seinem Vorgänger, sich überlegt, genau dieses Modell jetzt in den Vereinigten Staaten einzuführen. Was haben wir nämlich gemacht beim Tankrabatt? Was genau? Wir haben einfach die Steuerlast reduziert, Steuern gesenkt. Vorübergehend, weil wir gesagt haben, Pendler sind besonders betroffen und so weiter. Und es hat funktioniert. Wenn wir das uns europäische Ausland anschauen, stellen wir fest, dass unsere Kraftstoffpreise, die normalerweise viel höher sind als im EU-Ausland, jetzt niedriger sind als im EU-Ausland. Also es hat technisch und wirtschaftlich funktioniert. Und der Staat hat ja keine Schecks ausgegeben, sondern er hat die Steuerlast reduziert. Ohnehin finde ich diese Debatte um Entlastung manchmal ein bisschen komisch in Deutschland. Da wird oft gesagt, man müsste mehr Geld ausgeben, das sei dann Entlastung. Ich würde sagen, man muss auf der Einnahmeseite gucken, dass man die Menschen nicht zu sehr belastet. Und das haben wir auch beim Sprit getan. Ich bin da zu wenig Ökonom, dass ich dagegen reden kann. Aber ich glaube, es gab da Argumente, aber die sind wir, haben wir schon durch. Sind auch widerlegt. Na klar, natürlich. Das einzig über alle, die größte Krise war ja, wenn ich die Medien verfolgt habe, 3 Tage Hochzeit auf Sylt. Können Sie das nachvollziehen, diese Medienkritik? Ich dachte immer, wie lange der Heirat? Ja, der soll eine Woche. Ja. Ich glaube, es war tatsächlich Teilmedienkritik. Das ist ein öffentliches Interesse, wenn der Bundesfinanzminister heiratet, gibt, finde ich legitim. Und gleichzeitig. Waren Sie da? Ja. Und wie war es? Sehr schön. Es war eine wunderschöne Hochzeit. Hat er die richtige? Davon bin ich überzeugt und da habe ich volles Vertrauen in ihn. Aber die ist doch Journalistin. Da musst du aufpassen. Aber okay. Ich glaube, da können die gut trennen. Also, kurzum.
ist am Ende des Tages eben halt auch Privatsache. Wie gesagt, dass es ein öffentliches Interesse gibt, ist legitim. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so eine klassische Übersprunghandlung. Also wir haben relevante Dinge, die wir politisch diskutieren müssen. Und vielleicht manchmal, weil Politik dann zu komplex ist, konzentriert man sich auf das Einfachere, was man dann diskutiert. Und da würde ich mal sagen, aber das geht auch wieder vorbei. Ich bin auch da, selbst da bin ich jetzt nicht Pessimist. Selbst da nicht. Selbst bei also dem Thema sage ich. Ich habe nur die Überschriften gesehen, da hackt es bei euch? Ein paar fanden es einfach, haben gesagt, wunderschönes Brautpaar. Also da gibt es ja auch ich glaube, Menschen haben sich auch einfach gefreut. Also es wird manchmal unterschätzt. Ich glaube, manche Menschen sagen einfach, ist doch schön, dass Leute glücklich sind und heiraten. Das ist ja, also, okay, ja, ab dem Punkt, ja, da muss ich tatsächlich... Ich bin mir sicher, dass es da eine große Mehrheit von Menschen in Deutschland gibt, die es einfach schön finden, wenn andere Menschen freiwillig heiraten. Ich merke es immer an jedem Facebook-Post auch. Da sind 100 Likes, 10 Teilungen, alles super. Und dann gibt es aber 3 Nörgler, die aber laut sind. Und genau. Auf die werde ich angesprochen. Ja, und da bist du ganz schön fertig gemacht worden. Ja, nein, das muss man jetzt verhindern. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist die Lernkurve in heutigen Medienzeiten. Dass man lernt, das einzuschätzen. Also die 3 Nörgler im Vergleich zu den 100, die einfach gesagt haben, oh, tolle Sache, finde ich erstmal gut. Die muss man ins Verhältnis setzen. Wie sieht Ihre Zeit aus? Was haben Sie noch an Lieblingsthemen? Was wollen Sie noch loswerden? Was ich noch an Lieblingsthemen habe? Also, wir haben schon über so viel gesprochen, ich ehrlicherweise. Ich habe nicht rausgefunden, ob Sie Hobbys haben. Entschuldigung, noch kurz. Wikipedia hat da nichts. Es müsste mehr Sport sein und hin und wieder spiele ich Squash. Was total viel Spaß macht, aber keine Zeit, Berlin? Ja, doch, ich mach's manchmal. Ja, manchmal so zwischen 2 Sitzungsblöcken sozusagen oder Terminblöcken versuche ich das dann einzuschieben. Ihre Bühne, Ihre Themen. Mensch, die hat mich jetzt gar nicht gefragt nach das und das. Die hat mich ja gar nicht gefragt nach dem wichtigen Bau der A39 für die Region, weil wir wollen, dass auch diese Region wirtschaftlich und infrastrukturell super angebunden ist. Aber das geht ja nun, seit 20 Jahren reden wir drüber. Ja, aber ich glaube schon, dass es irgendwann zum Schwur kommt. Und was ich für relevant halte, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Koalitionsvertrag, einer doch ungewöhnlichen Koalition aus SPD, Grünen und FDP, dass wir gesagt haben, wir wollen die Planungs- und Genehmigungszeiten in Deutschland halbieren. Das ist mein Statement. Und insofern... Da reden wir auch seit 20 Jahren drüber. Nee. Ja, nein. Leider nein. Wir reden im Prinzip seit 20 Jahren im Parlament in Deutschland, wie wir es verlängern. Immer wieder werden Dinge komplizierter und schwieriger gemacht. Ich höre immer, wir wollen entbürokratisieren bei jedem Thema. Ob das die A-Flut ist, wir helfen. Konkretes Beispiel? Nee, jetzt nicht alles durcheinander. Doch, das ist mein Job. Nicht alles durcheinander. Ihr da oben macht alles falsch. Konkretes Beispiel? Hätte ernsthaft jemand vor einem noch bei Beschluss des Koalitionsvertrages Eintritt in diese Regierung Anfang Dezember letzten Jahres gedacht, dass wir innerhalb von wenigen Wochen die Genehmigung fertig haben für ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven und das auch bauen? Das hätte, jeder hätte gesagt, Planungszeit 3 Jahre, Genehmigungszeit 6 Jahre, Klagezeitraum nochmal 4 Jahre, Bau frühestens in 15 Jahren. Jetzt habe ich wahrscheinlich mathematisch gerade was falsch gerechnet mit den Zahlen, aber ich will damit nur sagen, dass man das, also es geht. Übrigens, Deutschland hat das schon mal gekonnt. In den 1990er Jahren die Projekte Deutsche Einheit, ICE-Trassen, Autobahntrassen, die wir, weil wir gesagt haben, wir müssen infrastrukturell zusammenwachsen, das ist jetzt politisch notwendig. Lasst uns das schneller machen, verkürzte Rechtswege. Ein Rechtsstaat braucht auch Klagemöglichkeit, aber es kann auch schneller gehen. Es muss nicht Jahre bei den Gerichten liegen. Da haben wir es schon mal bewiesen. Also, auch da kommt der Optimist wieder durch. Ja, das ist viel diskutiert. Ich finde, oftmals ist das Gegenteilige von der Politik gemacht worden. Es ist eher verkompliziert, verlängert worden alles mit den Planungszeiten. Und jetzt haben wir an einem Beispiel schon in dieser Wahlperiode, in dieser Koalition es geschafft, am Beispiel der LNG-Terminals, weil es politisch und wirtschaftlich ökonomisch notwendig war, haben wir das hingekriegt. Weil die Kacke so richtig am Dampfen war. Und das sind immer so die Sachen. Ja, es ist schade, dass es den Druck braucht, aber der Anlass ist auf jeden Fall da. So, wir haben gezeigt, es geht. Etwas, was, weil Sie gesagt haben, auch die Vorgängerregierung aus CDU und CSU geführt, haben immer wieder mal davon geredet, aber das Handeln in Parlamenten war ein anderes. Okay, A39, brauchen wir die in Celle eigentlich? Natürlich. Ja, auch so. Hier? Was haben wir davon? Ja, die Anbindung vom Hauptpreis etc. an eine andere Autobahnrichtung nach Hamburg, die Entlastung, die wir weiterkriegen, weil gerade die Güterverkehre anders umgeleitet werden. Wir werden hier ein lebenswerteres Leben haben und freiere Straßen.
Und wie ist das dann der Anschluss mit diesem Fledermausbrückenstraße da? Wir brauchen auch die Ostregierung der Stadt Celle endlich. Wir brauchen nicht nur Solarbrücken, die in der Landschaft stehen, sondern auch eine Straße rübergehen. Es muss auch tatsächlich weitergehen, dass wir sozusagen auch die Umfahrung groß hier in Richtung Bergen raus, dann noch weitere Ortsumfahrungen, Eschle und Bergen muss man dann auch im Auge haben. Also es ist schon, Infrastruktur ist ein Gesamtkunstwerk und wir sind kurz vor der Dein Wort und Gottes Ohren. Ich versuche das immer mit Stäbchen. Ich bin nicht sehr gut im Stäbchen. Haben Sie mitbekommen, dass unsere Umgehungsstraße Fledermausbrücken haben? Habe ich gehört, ja, weil ich ja niedersächsischer Politiker bin. Wie finden Sie das? Also Vince, ich bin jetzt, maße mir nicht an, das ist ja auch teilweise das Ergebnis von Urteilen, also von Gerichtsurteilen, ich maße mir nicht an, das jetzt zu bewerten fachlich, aber wenn es notwendig ist, ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht absurd übertreiben. Ich glaube, Artenschutz ist wichtig. Ich finde, eine Fledermausbrücke ist eine absurde Übertreibung. Ja. Weil wo soll denn die Fledermaus wissen, wenn sie nichts heute liest, wo sie langfliegen soll? Muss. Ja, aber wenn es nicht funktioniert, dann wäre es fachlich falsch. Also wenn es nicht funktioniert, wäre es fachlich falsch. Ich bin halt nur nicht ausreichend kompetent, glaube ich, um über Fledermausbrücken zu promovieren. Aber in der Sache kann ich total verstehen den Ärger. Man muss sich fragen, ist sinnvoll. Deswegen komme ich gerade auf einen Punkt vielleicht. Wir haben manchmal den Artenschutz ein bisschen ad absurdum geführt, indem wir quasi versucht haben, jede Maus zu schützen. Es geht aber ja um die Art der Mäuse, ist an dem Beispiel, ich meine jetzt, kann auch Fledermäuse nehmen, die Art zu schützen. Menschen leben in Naturräumen. Das werden wir nicht ändern, wenn wir nicht alle zurück auf den Baum wollen. Und da muss man einen Ausgleich finden. Ich bin durchaus für den Ausgleich zu haben, aber man muss rational sein, nicht irrational. Aber der Mensch ist doch auch Teil der Natur. Also, absolut. Wir legen gerade das FDP-Wahlprogramm vor. Mir ist kein, ich könnte es nicht besser formulieren. Ist kein Unfall überhaupt mit einer Fledermaus bekannt bisher. Also die sollen ja auch einen guten Ordnungssinn haben. Aber ich bin auch noch nicht mit einer Fledermaus verunfallt. Ich bin schon mal gegen eine Rehe gefahren tatsächlich. Das war ganz schön laut. Mhm. Also da erschreckt man sich, obwohl ich nur 70 drauf hatte. Ja. Habt ihr noch Fragen, die ich fragen soll? Mensch, der Federer hat das gar nicht gefragt. Kannst du noch mal eine Alpha E fragen? Mal gucken, ob er das auch. Da, gut, ich frage mal irgendwas nach Alpha E. Wer wird Millionär? Ich habe das auf Zelle heute. Ich weiß bis heute nicht, was das Ganze soll. Da geht auch hin und her. Überlegen, was kann Alter. Was essen die am liebsten zu Hause? Nudeln, Pizza, Bratwurst? Schon Nudeln? Nudeln schon gerne, ja. Das ist ja Spaghetti Bolognese, aber das ist so eine Standard-Kleinkind geblieben Antwort. Spaghetti Bolognese mit Parmesan, wenn die Bolognese richtig lecker ist. Beim nächsten Mal. Super, da freue ich mich schon drauf. Aber das ist auch sehr lecker. Mal die Werbung? Rice-Time, 50 Euro. Also zum Thema Alpha E. Ich habe das ja als Landespolitiker noch mitbekommen. Dieser Dialogprozess, der lief ja in der Zeit, als ich noch Landtagsabgeordneter war. Und was die Region hinbekommen hat, das muss man vielleicht auch einfach mal anerkennen, ist, dass sich alle Gebietskörperschaften, viele Privatinitiativen an einen Tisch gesetzt haben und dann eine Lösung gefunden haben, wo sie sagen, jawohl, wir akzeptieren, dass hier mehr Güterverkehr in Zukunft sein wird, was ja immerhin ein Commitment ist. Wir sagen nicht, nein, wir sind gegen alles, not in my backyard, sondern wir sind bereit, das zu akzeptieren. Aber macht es bitte auf der vorhandenen Trasse. Und ich füge hinzu, wenn man auf vorhandener Trasse baut, wenn man den Rückhalt der Region hat, auch der Gebietskörperschaften, Landkreise, Kommunen, dann kann man auch schneller bauen. Und das muss ja das Ziel sein. Wir brauchen tatsächlich eine Entlastung im deutschen Schienennetz. Und da ist mir lieber, wir bekommen mit dem Thema Alpha E, das heißt also Ausbau der vorhandenen Trasse, für diejenigen, die das Wort oder das mit Alpha Will verwechseln oder sowas. Forever Young. Das nur am Rande. Da ist mir lieber, wir forcieren sowas, als dass wir irgendein Wolkenkuckucksheim bauen, was am Ende nicht realisiert wird oder bauen wollen, was dann nicht realisiert wird bei einer Neubaustrecke. Insofern ist das ein Beispiel, Stichwort Verkürzung von Planung und Genehmigungszeiten. Anstatt dass man sich jahrzehntelang möglicherweise vor Verwaltungsgerichten streitet, findet man eine gute Lösung. Man akzeptiert, dass es Verkehr geben wird, aber der eben auf vorhandener Trasse, auf die vorhandene Trasse gelenkt wird. Insofern Unterstützung für das Projekt. Und die Kollegen im Landtag versuchen ja auch, dass die Landesregierung sich da noch mal ein bisschen deutlicher äußert, damit das auch klappt. Wenn das Ende sich naht, frage ich ja meistens den Gast immer, was ihr noch nie gefragt worden ist. Aber mir ist gerade eine Frage eingefallen, die ich noch nie gehört habe. Es gab diesen Bericht, diesen Corona-Bericht jetzt vor kurzem. Der sagte, ja, so nichts Genaues wissen wir nicht.
So, außer dass Masken wohl ganz gut sind. Mhm. Und wir hatten ja kein Personal oder nicht genügend Personal und wir hatten ja auch nicht die Zeit. So, ich habe noch keinen Kollegen fragen hören, warum die nicht genug Personal bekommen haben und nicht genug Zeit. Also, was das Personal betrifft, müsste man nochmal das Gesundheitsministerium fragen, aber ich teile die Einschätzung nicht nach dem Motto, das kann man nicht gebrauchen. Die haben etwas ganz Wichtiges festgestellt, nämlich dass bei einigen Maßnahmen, Ausgangssperren, Schulschließung, Lockdowns, dass sich die Wirksamkeit nicht eingestellt hat. Und das ist ja die Voraussetzung. Also wenn ich eine Maßnahme mache als Rechtsstaat, Freiheitseinschränkung. Ich will mal ein Beispiel Ausgangssperren, weil das so absurd und plastisch gleichzeitig ist. Da sind Menschen gewesen, die durften abends nicht gemeinsam in den Park gehen, aber dann in die gemeinsame Wohnung. Mhm. Das ist ja irre. Also das ist einiges irre, ja. Genau, einiges absurd. Ich meine, Corona, ganz kurz, damit das auch klar ist, ist gefährlich. Genau. Umso wichtiger ist, dass der Staat Maßnahmen macht, die Menschen nachvollziehen können und für sinnvoll halten. Und deswegen bestand diese Kommission ja auch nicht nur aus Medizinern, sondern auch aus Juristen. Mhm. Und die wichtigste Frage in einem Rechtsstaat ist, ist es verhältnismäßig? Also übertreibt der Staat mit seinen Maßnahmen? Und bei den Schulschließungen, das kann ich aus eigener Anschauung sagen, aber auch beim Thema Ausgangssperren, hat der Staat übertrieben. Mhm. Und deswegen sind diese Maßnahmen falsch. Denn eine Wirksamkeit hat sich nicht finden lassen. Und wenn sich das nicht hat finden lassen, dann kann man es nicht nur, weil Markus Söder laut schreit, machen. Das geht nicht. Das ist nicht in einem Rechtsstaat nicht erlaubt. Aber ich schlage was anderes vor. Wie wäre es denn, wenn wir uns auf diesen Winter noch besser vorbereiten, oder Euphemismus beiseite, besser vorbereiten als auf die anderen Winter? Wie wäre es denn, wenn es die Kultusminister in Deutschland endlich mal gebacken bekommen, dass die Kinder im Winter nicht mit Mütze und Schal bei offenem Fenster sitzen, sondern dass es über Luftfilter sind, die übrigens am Markt verfügbar sind, die man kaufen kann? Wunder der Marktwirtschaft. Wie wäre es denn, wenn wir uns mit all den Maßnahmen, Digitalisierung, Gesundheitswesen, macht jetzt die Bundespolitik, etwas, was vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber gleichzeitig super wichtig zur Virusbekämpfung ist, Abwasserscreening. Da kann man frühzeitig neuere Varianten entdecken, um zu wissen, was man dann staatlicherseits tun muss. Also diese technische, organisatorische Vorbereitung, die müssen wir super machen. Und die sogenannten Schutzmaßnahmen, also mit anderen Worten Freiheitseinschränkungen, Lockdowns etc. pp. Bis hin zu Schulschließungen, das sollten wir möglichst nicht machen. Ich finde, das ist vielleicht etwas, was erstens ausgewogener wäre und wo die Leute sagen würden, jawohl, das ist eine Corona-Politik, wie ich sie mir vorstelle. Der Staat ist organisatorisch vorbereitet, aber er schränkt mich nicht unnötig ein. Inhaltlich bin ich da ganz bei Ihnen, aber meine Meinung ist, das ist eine Meinung. Ich habe jetzt keine Studie zur Hand, wo ich sagen kann, doch Schulschließungen waren Unsinn, sondern ja, sehen nach Unsinn aus. Das sagt ja die ganze Studie bei fast allen Themen, außer bei den Masken, wo sie da auch noch sagen, FFP2 macht keinen Vorteil zu den normalen. Mhm. Das ist, glaube ich, die einzige konkrete Aussage. Und darum nochmal, wie konnte die Politik das zulassen, dass die wenig Personal und wenig Zeit hatten, damit am Ende genauso Wischiwaschi rauskommt? Nein, ich teile das mit dem Wischiwaschi nicht, denn die Maßnahme muss eine Hürde überspringen, sie muss wirksam sein. Das ist so ein bisschen wie bei einem Medikament. Aber die sagen doch, ja, es scheint wirksam zu sein, vielleicht aber nicht. Machen wir es mal andersrum. Es gibt ja Medikamente, die nicht wirksam sind. Bei medizinischen Studien raus, wenn wir im medizinischen Bereich bleiben könnten, es stellt sich die Wirksamkeit nicht heraus. Ob es auch unwirksam ist, also ob es sozusagen schädlich ist oder sowas, können wir nicht so richtig sagen. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall, also es hat nicht so richtig geholfen. Mhm. So, ich finde aber, wenn man über Schulschließung nachdenkt, dann ist die Hürde hoch. Ich meine, wir haben nicht nur eine Schulpflicht, sondern wir haben ein Recht auf Bildung in Deutschland. Wenn der Staat das reißt, dann muss der Staat belegen können, die Maßnahme funktioniert. Wenn er Ausgangssperren macht, dann muss der Staat belegen, dass es funktioniert. Und wenn das nicht belegbar ist, und das ist das wichtige Ergebnis dieses Berichts, es ist nicht belegbar, dass es funktioniert hat. Aber also ist die auch, dass es nicht funktioniert. Und ja, aber Sie können, ich glaube, da läuft man einer Wahrheit hinterher, die man vielleicht gar nicht findet am Ende. Aha. Sie können nicht von allen Dingen, die nicht funktionieren, belegen, dass sie nicht funktionieren. Weil Sie können zumindest nachweisen, dass es kein Anzeichen gibt, dass es funktioniert hat. Und das ist mir Beleg genug, als dass ich als Politiker sage, und deswegen kann ich den Bürgern, den Kindern in Deutschland diese Maßnahmen nicht mehr zumuten. Aber es scheint so kompliziert zu sein, dass das Bundesgesundheitsministerium nicht mal mehr auf Fragen antwortet, obwohl es verpflichtet ist. Ja, das ist. Kennen Sie Karl Lauterbach? Können Sie mir die Fragen da weiterleiten? Ich kann Sie gerne mitnehmen und Ihnen nochmal persönlich fragen. Ich wäre sehr dafür, wenn da viel Transparenz aus dem Gesundheitsministerium kommt. Aber ich würde diesen Evaluationsbericht nicht so unterschätzen. Ich kann verstehen, dass Sie sagen, es war vom Zeitraum eng und man hätte sich die Frage stellen müssen, ob man noch mehr Leute einsetzt. Nun kommt das aus einer Zeit,
schon der Vorgängerregierung diese Idee, wir wollen das Gesetz mal überprüfen. Vielleicht sind wir zu spät in die Regierungsverantwortung gekommen, hätten wir es noch besser gemacht. Aber mir wäre jetzt zu wenig zu sagen, ach, das kann man alles vergessen. Nee. In dem Satz, wir haben keine Zeit, wir haben kein Personal, steckt ja auch, hätten wir mehr Zeit, mehr Personal, hätten wir eine bessere Studie. Zeit war natürlich nicht drin, weil wir jetzt uns überlegen müssen, wie wir uns auf den Winter vorbereiten. Und nochmal, mir reicht schon, finde ich, und das ist... sagen auch die Juristen, und ich finde es auch gesunder Menschenverstand, wenn der Staat Freiheiten einschränkt, dann muss er belegen, dass es wirklich sinnvoll ist. Wenn er das nicht kann, dann darf er das nicht tun. Ist Karl Lauterbach stärker oder Sie? Das ist eine komische Frage, weil geht es um körperliche Stärke? Ich bin mir unsicher. Also würde ich auch nicht messen wollen, weil wir Argumente... Wird Lauterbach mit Lockdown wünschen durchkommen oder die FDP sagen, du bist... Selbst Karl Lauterbach hat ja schon gesagt, dass jetzt Lockdown nicht das Ziel sein kann. Selbst die Ministerpräsidenten haben gesagt, Schulschließungen sind nicht mehr so dolle. Gut, jetzt sagt der Kretschmann wieder was anderes. Und der Söder sagt gestern das Gegenteil von dem, was er vorgestern und heute gesagt hat. Die sagen auch, dass Inzidenzen keine Aussage haben und trotzdem kommt das täglich. Also, so ist es, ja. Was ist denn da los bei euch? Ich kann es ganz offen... Genau deshalb gibt es die FDP. Also, FDP wählen 50 Euro. Alles drin, alles dran? Können wir alles senden? Ja. Danke schön. Hat Spaß gemacht. Danke Ihnen. Danke.